Ich habe mir mal vom Fluke so eine Schallkamera ausgeliehen, die will ich mal in Ruhe erproben. Gucken wir da mal rein. Fluke II910 Acoustic Imager oder II910, wie auch immer. In der Softwareversion, gucken wir uns mal an, was auch immer das heißt. Bei solchen kleinen Motoren ist auch eine TE-Messung vorgeschrieben, wenn man eine Typ 1 Isolation hinbekommen möchte. Zu den rotierenden Maschinen ein kleiner Normenexkurs, VDE Verlag, Produktsuche. Hier können wir mal die Normen eintippen, die wir suchen. Das wäre jetzt in unserem Fall die 60034-27 und dann kriegen wir auch zum Beispiel schon mal die Teil 1. Na, nehmen wir die. Angezeigt. Wenn es um die TE-Messung an rotierenden Maschinen geht, haben wir die Norm IEC 60034-27 Teil 1 für die Offline-Messung, Teil 2 für die Online-Messung, da dreht sich die Maschine wirklich und der Rotor ist mit drin. Für die kleineren Maschinen, die von Spannungsumrichtern gespeist sind, haben wir die 60034-18-41 für die Typ 1 Isolation. Typ 2 Isolation ist in der 42er Norm, da geht es aber gar nicht so um TE. Und wie genau gemessen wird, da steht jetzt in dieser Technical Specification drin, Partial Discharge under Schwarz Rise Time. Und das ist glücklicherweise jetzt vereinigt worden in die 60034-27-5. Wo jetzt alles drin steht zu den Offline-TE-Messungen am Stator von drehenden Maschinen mit wiederholter impulsförmiger Spannung, wie es zum Beispiel bei Umrichtern der Fall ist. Das heißt, man macht eine Impulsprüfung und dann ist die Frage, wo entlädt sich hier was? Im Wickelkopfbereich oder im Lootbereich? Und vielleicht kann man mit der akustischen Kamera ja auch ortsaufgelöst die Stelle finden. Aber das Prinzip wäre das gleiche wie hier mit diesem kleinen Zündgenerator, ja, also der würde diese Entladung quasi zünden. Und die Frage ist jetzt, ob wir sowas mit der Kamera auch detektieren können. Halten wir das Ding mal dahin und los geht's. Ja, also da vorne sieht man, dass die Schallemission dieser Hochfrequenzentladung gefunden wird. Entsprechenden Reflexionen. Das hier ist eine ESD-Pistole, ein Simulator für elektrostatische Entladung. Das heißt, hier können wir mit ein paar kV, 20 kV genormte ESD-Impulse erzeugen. Das heißt, ich drücke hier auf den Knopf und vorne an der Spitze gibt es entsprechend einen Funken. Ich würde mal interessieren, ob das Kamerasystem auch diese Einzelpulse erkennen kann. Es gibt natürlich noch Nebengeräusche von dem Relais in dieser Pistole, aber letztlich darauf, wo es ankommt, nehme ich hier vorne diesen Impuls. Akustisch auch wahrnehmen. Das heißt, die Ortsauflösung ist für diese Geräuschmenge noch ausreichend.
Hier jetzt die Reflexion, die Schallreflexion auf dem Metallboden. Die kriegen wir weg, wenn wir die Stelle natürlich akustisch ein bisschen abdämpfen. Jetzt sehen wir die eigentliche Teilentladungsquelle. Neugier, Bildung, Berufung.